Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Ü40 Zocken. Heute ist Dienstag, der 25. Oktober 2022, und es gibt für Generation Zero Neuigkeiten zu vermelden. Denn heute ist ein neues Update erschienen. Das Ganze hat eine Größe von knapp 15 GB und nennt sich Dark Skies. Was ist drin in diesem Update? Da sind viele, viele schöne Sachen drin, die wir uns teilweise schon sehr, sehr lange für dieses Game gewünscht haben. Unter anderem werden wir uns tatsächlich endlich, endlich motorisiert fortbewegen können. Es gibt nämlich, ich nehme es gleich vorweg, Mopeds. Getunte Mopeds sind jetzt ins Spiel integriert worden. Und für alle, die noch ein bisschen Cash auf der hohen Kante haben, gibt es sogar noch ein Bezahl-DLC. Für 6,99 € könnt ihr euch noch ein Motorbike-Pack, im Neudeutschen genannt, kaufen, das nochmal drei Cross-Maschinen beinhaltet. Über das Bezahl-DLC reden wir später. Im ersten Teil des Videos soll es erstmal nur um den frei zugänglichen Content gehen, den jeder genießen kann, auch wenn er nicht gewillt ist, hier noch zusätzlich Geld reinzustecken. Bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort in eigener Sache. Wenn ihr neu seid hier bei Ü40 Zocken und Lust habt auf eine etwas andere Art von Inhalten, etwas gechilltere, gesetztere, vielleicht, ja, ich sag's jetzt mal, ältere Semester ansprechenden Inhalt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch unserer kleinen, aber doch sehr feinen Gemeinschaft anschließt und meinen Kanal abonniert. Vergesst dann aber auch bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch zukünftig alle meine neuesten Uploads, Livestreams und Ankündigungen auch mitbekommt. So, das war jetzt das, und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Update. Und bevor wir jetzt Punkt für Punkt durchgehen und ich euch auch zeige, was Neues ins Spiel gekommen ist, würde ich sagen, schauen wir uns doch mal jetzt gemeinsam den aktuellen Trailer zum Update Dark Skies an. So, das war also der Trailer zum neuesten Update Dark Skies in Generation Zero. Wir schauen uns auch die einzelnen Sachen gleich in-game an. Dann möchte ich aber noch kurz erwähnen, dass auch seit heute ein Halloween-Event in Generation Zero läuft. Während dieses Events könnt ihr vier Skins für euren Charakter erbeuten. Diese Skins sind quasi Drops von Maschinen, die ihr tötet. Und zwar droppen vier verschiedene Skins namens Nightmare, Slasher, Vampir und Arctic. Und die Maschinen, die ihr dafür killen müsst, sind die Runner, die Hunter, die Harvester und die Tanks. Also von diesen vier Typen können jeweils Teile für die vier Halloween-Event-Skins droppen. Das kann ich euch leider jetzt in-game nicht zeigen, weil ich bisher noch keinen Drop bekommen habe. Gut, und alles andere kann ich euch aber zeigen, und da würde ich sagen, springen wir jetzt mal gleich ins Game rein. Das Erste, was euch auffallen wird, wenn ihr das Spiel neu startet: es gibt jetzt im Menü endlich, endlich die Möglichkeit, mehrere Charaktere nebeneinander existieren zu lassen. Das heißt, ihr müsst euren alten Charakter nicht mehr löschen, um mit einem neuen Charakter anzufangen. Nicht nur das, ihr könnt bis zu vier Charaktere anlegen und auch vier verschiedene Weltsets. Das heißt, ich könnte jetzt hier mit meinem allerersten Charakter, mit meinem alten Charakter nenne ich ihn, in einer komplett neuen Welt anfangen. Ich könnte aber auch mit einem ganz neuen Charakter in der bereits bestehenden Welt meines alten Charakters anfangen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, das zu kombinieren. Das finde ich echt klasse, und es gibt von mir schon mal einen Daumen nach oben. Dann kommen wir mal zu den lange ersehnten motorisierten Fortbewegungsmitteln. Fangen wir mit den Mopeds an. Dieses Moped zum Beispiel steht in einem Flugzeug-Shelter gleich am Anfang des Ackerlands.
Und das Ganze ist geregelt wie Sammelobjekte. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Mopeds es als Sammelobjekte gibt. Das war aus den Patch Notes leider nicht so ersichtlich. Ihr seht hier an der Fahrzeugstation haben wir jetzt einen neuen Reiter Motorräder. Die drei Motorräder rechts, da kümmern wir uns gleich drum. Die sind nämlich Bestandteil des Bezahl-DLCs. Aber sobald ihr zum Beispiel eins dieser Mopeds irgendwo sammelgegenstandstechnisch aufgehoben habt, könnt ihr es auch schon an der nächsten Fahrzeugstation spawnen lassen. So, ihr seht jetzt unten rechts die Geschwindigkeitsanzeige, also den Tacho. Oben drüber, ja, ihr habt es erraten, die Spritanzeige. Ihr müsst diese Fahrzeuge, seien es Mopeds oder Motorräder, nämlich auftanken. Ich habe in meiner Kiste was Neues gefunden, nämlich mehrere rote Benzinkanister und auch Reparatursets, denn ihr seht unten links neben der Tacho oder der Geschwindigkeitsanzeige auch einen Lebensbalken, nenne ich es jetzt mal, für euer Fahrzeug. Je nachdem, wie beschädigt es ist, müsst ihr dann ab und zu mal mit den Reparatursets, die jetzt auch neu ins Game gekommen sind, diese Komponenten dann reparieren. Ja, Geschwindigkeit auf der Straße ist 50. Im Gelände, das testen wir jetzt gleich mal aus, wird es ein bisschen langsamer, zumindest bei den Mopeds. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wie viele verschiedene Mopeds ins Game gekommen sind. Aber ihr könnt mir ja mal in die Comments unten reinschreiben, wenn ihr irgendwo noch ein anderes gefunden habt. Und über die Motorräder, da werden wir gleich drüber reden. Aber ich finde es schon mal geil, dass Mopeds für alle zugänglich sind. Ich persönlich hätte mir ja als kleine Reminiszenz an meine Jugend eine Kreidler Flori Dreigang gewünscht. Aber hey, man kann nicht alles haben. Die nächste Neuerung, die es ins Game geschafft hat, kennen wir allerdings schon aus vielen anderen Spielen, nämlich Waffenskins. Kann ich euch leider auch noch nicht in-game zeigen, denn ich habe noch keinen gedroppt bekommen. Ihr seht aber hier anhand eines Beispielfotos aus den Patch Notes die 44er Magnus, den Revolver. Und wenn ihr links die Liste der Ergänzungen oder Waffenanbauteile ganz runter geht, seht ihr Skins in Gold. Und so sieht er jetzt zum Beispiel für die 44er Magnus aus. Aus den Patch Notes ist auch nicht ersichtlich gewesen, wie viele Skins es genau jetzt im Game gibt. Aber die Rede war davon, dass es solche edleren Skins gibt, aber dann auch die militärischen Camouflage, also Tarnskins, und dass es auch Skins gibt, die ja mehr mit dieser Resistance, also Widerstandsbewegungsgeschichte, etwas zu tun haben sollen. Die ganzen Skins droppen von Rivalen. Ja, also das ist wichtig zu wissen. Die Waffenskins droppen nur von Rivalen, laut Patch Notes. Falls es nicht so sein sollte, bitte in den Kommentaren verbessern. Als nächstes befassen wir uns mal mit dem neuesten Gegner, der uns jetzt hier in der schwedischen Wildnis nachstellt und auflauert. Und das ist die Drohne Firebird. Ich habe diesen Videoteil mal ein bisschen lauter gemacht, damit ihr dieses Geräusch auch hört. Das ist immer ein guter Indikator dafür, dass so ein Vieh in der Nähe ist. Und ich habe den ersten Kontakt, den ihr hier seht, erst gehabt mit dieser neuartigen Bedrohung, als ich die Mission mit dem Namen Fremde Maschinen verfolgt habe. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob diese Mission jetzt erst reingekommen ist. Ich schätze es, weil die Mission schickt euch hier zu dem Bauernhof und dieses Vieh kreist eben oben drüber. Ich war schon so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vorher auf der Map unterwegs, ohne dass mir so ein Teil begegnet ist. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass diese Mission erst jetzt mit dem Update reingekommen ist und dass das quasi der Trigger ist, um das erste Mal mit diesem, ja, Teil in Kontakt zu kommen. Schauen wir uns das gutes Stück mal ein bisschen aus der Nähe an. Erinnere mich ein bisschen an diese Riesendrohne aus Division 2. Und ja, so ähnlich verhält sich das da auch. Die gehört zur Fraktion der Sowjets. Und jetzt schauen wir sie noch mal ganz genau an. Unten drunter hat sie diese, ja, Autocannon. Ich versuche es jetzt mal mit dem Panzerwerns-Gewehr. Mit einem lilanen, nicht mit dem experimentellen. Ach, dem bin ich immer noch auf der Jagd. Und hier seht ihr die Reaktion, also wenn euch das trifft, dann ist schon mal, ja, zappenduster. So, das war jetzt das experimentelle AG4. Und ich kann euch sagen, dass es ein sehr, sehr langer Fight war, selbst mit experimentellen Waffen, auch mit den Granatwerfern.
Also das Vieh hält was aus. Und kann auch gut austeilen. Interessant ist auch, das werden wir jetzt hier gleich sehen, dadurch, dass sie ja der sowjetischen Fraktion angehört, greift sie natürlich die anderen Maschinen auch an. Also wir haben jetzt hier eine Horde Hunter, die auf dem Feld standen und irgendwie hat sie die aufgefasst. Man sieht jetzt, der eine ist im roten, ich würde es mal Zielerfassungsbereich gefangen und die greift sie dann auch aktiv an. Hier hat sie auch irgendwas angegriffen und in die Luft gesprengt, also wirklich ziemlich spektakulär. Und jetzt ist interessant, jetzt hat die mich echt auf die Entfernung, hat mich die Drohne aufgefasst, kommt schnurstracks auf mich zu. Ich schieße jetzt mal nicht, weil ich mal sehen wollte, wie sie reagiert. So, und jetzt Achtung. Sie hat also auch noch die Möglichkeit, Gasgranaten abzuwerfen. Und hier bin ich jetzt mit dem experimentellen LMG KVM 59 unterwegs. Und damit habe ich sie dann letztendlich am Ende geknackt. Aber ich musste schon vorher auch mit verschiedenen Waffen draufhauen. So, wir werden es gleich sehen. So, die ist gekillt und die fällt vom Himmel und die ist auch lootbar. Muss ich mich erstmal kurz hier um die kümmern, damit die mir nicht zu nahe kommen. Und jetzt holen wir uns den Loot. Also wie gesagt, die ist auch komplett lootbar. An diesem Punkt haben wir jetzt alle frei verfügbar, also für alle Spieler verfügbaren Neuigkeiten abgehandelt. Jetzt schauen wir uns noch den Inhalt des Motorbike Paid DLCs, also des Bezahl-DLCs an. Wie gesagt, kostet 6,99 und wir haben drei Motorräder in verschiedenen Ausführungen und Farben dabei. Einmal haben wir hier die Lotior mit einer Menge Pferdestärken, beachtlicher Federung und gutem Reifengrip. Ist diese Geländemaschine ideal für Offroad-Abenteuer im schwedischen Wald. Erinnert mich so an die 80er, die wir dann damals mit 16 angefangen haben zu fahren. Dann haben wir die Vectare. Diese Militärmaschine ist auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und läuft auch dann noch, wenn alle anderen längst im Graben liegen. Achtet auch auf die Werte, also quasi auf die einzelnen Attribute, die sind nämlich dann auch unterschiedlich bei den verschiedenen Motorrädern. Und dann haben wir hier noch das Modstand mit dem Widerstandssymbol. Der Widerstand hat dieses Geländemotorrad ganz neu aufgebaut, um das ultimative Fahrzeug für schnelle Guerilla-Angriffe zu schaffen. Dank einiger von besiegten Maschinengegnern geborgenen Teilen ist es viel robuster als andere. Den Rest konnte ich jetzt immer lesen, weil es zu schnell ging. Aber da ist es. Und ich würde sagen, machen wir doch gleich mal eine kleine Probefahrt mit dem Ding. Was ich euch sagen kann zu den Motorrädern ist, die sind jetzt zwar nur 10 km/h schneller auf der Straße, aber es kommt einem wesentlich schneller vor. Im Gelände sind sie auch recht schnell. Man muss nur aufpassen, ne? Also es ist wie mit den Fahrrädern. Wenn da plötzlich ein Stein oder irgendwas auftaucht, dann kann es sehr schnell ungemütlich werden. Oder wie in meinem Fall jetzt gleich, ihr werdet es sehen. Ich bin mir da nicht zu schade, das hier zu zeigen. Taucht hier plötzlich ein Fluss auf. Ja, und dann ist natürlich Schluss mit lustig. Aber wie sagt man so schön, Übung macht den Meister. Ich bin mir mit den Motorrädern und den Mopeds, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe natürlich die Vorteile, klar, wir kommen jetzt viel, viel schneller von A nach B und können natürlich dieser Drohne auch im Ernstfall wahrscheinlich schneller ausweichen. Das wird zu Fuß ein bisschen schwierig oder auf dem Fahrrad. Was ich allerdings befürchte, ist, diese motorisierte Fortbewegung nimmt ein bisschen was von diesem Schleichen durch den Wald-Faktor. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber es gibt ja Gegenden hier auf der Map, die sind wirklich so prädestiniert, um sich so einsam als Sniper oder so durchzuschleichen. Und da müssen wir halt mal sehen, wie sich das zukünftig verhält, ob das irgendwie jetzt weniger wird durch die Einführung von den Motorrädern. Aber im Großen und Ganzen finde ich es okay. Die machen einen Heidenspaß, die verbrauchen einen Heidensprit vor allem. Und Reparaturkits auch. Vielleicht liegt das natürlich auch nur an meiner Fahrweise.
Aber wenn ich dran denke, dass man da mit drei Kollegen so eine Vierer-Biker-Gang über die Insel jagen kann, dann ist da doch sehr viel Spaßpotenzial drin. Und wie gesagt, mit den anderen Änderungen, vor allem diese vier Charaktere und vier neuen Weltsets, da haben sie jetzt wirklich mal richtig gut abgeliefert. Und wie gesagt, Halloween-Event läuft auch noch. Also lasst euch das nicht entgehen, schnappt euch die Skins, schnappt euch die Waffenskins und ja, wenn ihr noch weitere Mofa-Stützpunkte wie heißt's? Orte findet, an denen Mofas versteckt sind, jetzt habe ich es ein bisschen umständlicher gesagt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, dass auch der Rest der Gemeinschaft das mitkriegt. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos oder einem meiner nächsten Livestreams. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß beim Zocken, bis zum nächsten Mal, euer Ü40.